Let's play Schach. Gibt's bestimmt irgendwelche Online-Games. Wie gesagt, es gibt ein Schachspiel jetzt in Discord. Ja. Ihr könnt jetzt starten. Ja. Na dann, let's go. Schach im Park. Alpha. Hab's gerade aus Langeweile gestartet. Sehen, ob du einen Gegner findest. Ach, verdammt. Falsch rum. Der Scheiß ist eh immer abhängig von den Leuten, die im Channel beitreten dadurch. Ach so. Ja, momentan bist du alleine. Ja. Aber schön, dass es funktioniert. Wundert mich bloß, dass YouTube Together wieder entfernt wurde. Ja, wahrscheinlich wegen denselben Sachen. Das hat damit nichts zu tun, weil eigentlich hat YouTube Together war ja in Zusammenarbeit mit YouTube erstellt worden. Wahrscheinlich hat YouTube gedacht, nee, wir wollen nicht mehr. Kein Bock mehr. Das fiel ihnen aber früh ein, weil YouTube Together gab es 2 Wochen? 3 Wochen? Ich habe davon nicht mal was mitgekriegt, ehrlich gesagt. Ja gut, ich habe auch meinen Discord-Klienten ein wenig aufgebohrt. Ja, du kannst das ja auch. Ich habe geknackt und mir alle experimentellen Features, die zur Verfügung standen, auch freigeschaltet. Ich wiederhole, du kannst das ja auch. Ich habe zum Beispiel so Sachen, dass ich Leuten selbst noch in meiner Friendlist einen Spitznamen geben kann. Ah ja. Ja. Magie. Zauberei. Das muss in die Suppe. Was? Ich kann keine Werbung machen. Die müssen wir sonst kennzeichnen. Ach nee, müssen wir gar nicht müssen mehr. Müssen wir nicht. Wir kriegen ja kein Geld dafür. Exakt. Ja. Gab's jetzt die neue Regel oder wie? Es wurde jetzt offiziell gesagt, es ist nur Werbung, wenn du bezahlt wirst. Auf irgendeine Weise. Oder wenn du übermäßig werbend bist. Magie ist nicht gut für euch. So, damit haben wir das schon erledigt. Also, das stimmt ja, das ist ja. Die Nennung existiert nicht mehr. Ich meine, das stimmt ja. Immer noch etwas verfeinern, den Magie Scheiß, ist nicht gut. Aber. Ah, Magie geht. Ist halt Magie ist okay, maximal. Das wird nach wie vor. Mit Suppen oder so ist es schon recht nett. Ja. Es wird nach wie vor Einblendungen geben, das ist, wo halt steht Werbung bei Mainz. Der ist auch lustig. Oh mein Gott, ist mein Stream schon wieder abgekackt. Dauerwerbe-Channel. Modis Stream kackt regelmäßig ab hier. Hab heute den mehr oder weniger 5. Band von Aragorn gelesen. Da gibt's einen 5. Band von? Naja, es gibt so ein Extrabuch Geschichten aus Alagesia. Die Gabel, die Hexe und der Wurm. Es ist enttäuschend gewesen. Ich hab's eigentlich auf Amazon erstmal bestellt gehabt. Und dann habe ich die Bewertung erst noch gesehen, dass dass die Leute ziemlich enttäuscht waren. Weil im Endeffekt ist ein Buch mit 304 Seiten. Aber Schriftgröße 14 und oben und unten sind jeweils 3 cm Platz. Also im Endeffekt sind es vielleicht 120 Seiten an Geschichten. Und insgesamt halt 3 verschiedene Geschichten. Wo noch ein bisschen, aber immerhin, die Geschichten selbst sind in Ordnung, aber dafür verlangst du keine fucking 18 Euro. Aha. Vielleicht als Taschenbuch für einen 10er oder so würde ich es noch akzeptieren, aber 18 Euro für 120 Seiten an Story, das ist eh. War das nicht das, diese Geschichte, die ihr mal erzählt habt, hier mit der Verfilmung, die dann wo der Autor selbst gesagt hat, dass man die canceln soll? Das ist nicht, wo er mal. Ja, er meint, ich war die ganze Zeit gemutet! Ja, sehr toll.
Ich hab nur dreimal gefragt, um was genau geht es gerade? Aragorn. Aragorn. Wir haben dich nicht gehört. Oh, das. Ja, gab's nicht den... Ich habe mich auf den Knopf für mein Mikrofon gesetzt. Tja, das ist schlecht. Ich glaube, das bremst. War das nicht die Verfilmung, die vom Autor selbst gecancelt wurde? Wo der Autor gesagt hat, schaut euch das nicht an. Das ist scheiße. Der gesagt hat das nicht. Er fand selbst damals, fand das in Ordnung. Aber er hat sich wohl generell. War noch recht jung und hat sich wohl generell gefreut, oh cool, da gibt es Film zu meinem Franchise. Mittlerweile fordert er aber auch selbst, dass der Scheiß neu gemacht wird. War er nicht beim ersten Buch 15 oder so? Das erste Buch hat er mit 15 angefangen und mit 19 veröffentlicht. Ja, sowas war's. Immer noch mit 19 freut man sich halt. Ja gut, mein erstes Buch habe ich auch mit 15 geschrieben. Okay, ich bin gerade vom Turm gefallen. Nie veröffentlicht. Solltest du mal veröffentlichen, sehr gut. Definitiv bestimmt nicht. Das nächste Herr der Ringe. Definitiv nicht. Nicht jeder macht einen auf Christopher Paolini. Ja, das stimmt. Oh, ich mag Aragorn schon alleine, weil es mal verfickt nochmal. Das ist das erste Mal, dass ich eine Fantasy-Reihe sehe, in der die Orks, in denen sie sich mit den fucking Orks anfreunden. Was? Wer freundet sich mit was, Zwerge oder? Alle. Das glaube ich nicht. Urgals in Aragorn werden im Endeffekt dann als gleichgestellter Partner behandelt auch. Nee, Orks sind scheiße. Die gehören dann im Endeffekt, die werden auch gegen Ende dann noch eingebunden in die Drachenreitermagie. Sprich, dass Drachen auch jetzt für Orks schlüpfen können, als Urgals. Das nehme ich ab. Und Zwerge auch. Also im Endeffekt, am Anfang waren es nur die Elfen, dann kamen irgendwann 300 Jahre später die Menschen dazu. Zwerge und Orks sind natürlich Gegner. Das geht nicht. Sagt wer? Sagt ein Zwerg. Hast du Pech? Happy waren viele davon auch nicht unbedingt mit dieser Entscheidung. Aber auch sind scheiße. Ich glaube, in dem Universum wärst du ein astreiner Rassist. Haben sich im Endeffekt während dem Krieg dann komplett halt der Rebellion angeschlossen und geholfen. Orks töten Leute aus Leidenschaft. Das ist Menschen auch. Ja, aber das ist... In dem Fall sind die Urgals messen sich zwar auch immer wieder an im Endeffekt daran... Lohngünstige Trick gewesen. Stärke da, wenn sie alt genug sind, wollen sie natürlich Ehre für sich beanspruchen und dadurch ziehen sie halt aus und bekämpfen Dinge. Meistens nur sich gegenseitig, aber manchmal dann auch irgendwelche Viecher und wenn sie irgendwie dann doch mal aus der Region, wo sie eigentlich sind, rauskommen, auch mal Menschen. Wie macht man denn hier Treppen andersrum? Aber im Endeffekt scheinen sie sich dann auch jetzt in diesem fünften Band halbwegs entspannt zu haben. Eine von den Geschichten ist nämlich auch über eine Geschichte von den Orks. Aha. Wie im Endeffekt eine Orkfrau einen Drachen bekämpft hat. Ah ja. Ich wiederhole, ich habe absolut keine Ahnung von diesem Universum. Kann man ändern. Auf geht's, auf zur Bibliothek, Mordi. Nee, warum? Ich gehe einfach kurz auf Amazon und bestell mir alle. Ja gut, ich hab's mir erst auf Amazon bestellt, da habe ich die Bewertungen gesehen, dass da doch nicht so viel drin steckt. Da habe ich die Bestellung gecancelt und bin direkt zur Bibliothek gefahren und habe mir das Buch dort ausgeliehen. Sachen gibt's, man kann echt noch Bücher ausleihen. Ja, die haben sogar ein Online-Interface, sprich, ich kann gucken, ob sie das Buch haben, ob es aktuell da ist und dann kann ich es reservieren. Braucht man nicht für alles Amazon. Ich war, glaube ich, seit 10 Jahren nicht mehr in der Bibliothek. Man braucht nicht für alles Amazon. Also geht ich bin mit der Bibliothek, wo ich da aktiv bin, ja gut, so oft bin ich da nicht, aber trotzdem, bin ich schon echt happy. Ich war seit 10 Jahren nicht mehr, und zwar, ich weiß nicht mal mehr, ob die überhaupt noch da ist.
Sollte man also mal bei ändern. Bei mir gibt's dann halt wirklich so richtig schönes Interface. Ich find's auch schön, dass auf meinem Bibliotheksausweis auch draufsteht, dass er gültig ist bis 2090. Warum? Schön, dass die das überhaupt da noch draufschreiben. Falls es dann noch Bibliotheken gibt. Alles noch brennend. Alles in Flammen verschlungen. Aber du kannst deine Bücher ausleihen. Oh ja. Naja, ich habe das Buch in anderthalb Stunden durchgelesen und jetzt kann ich es morgen dann wieder einwerfen bei denen. Ja, Bibliotheken sind was Tolles. Ja. Naja. Hab bloß leider etwas verpennt, dass sie mittlerweile einen negativen Testnachweis haben wollen oder halt, dass man einen Schnelltest direkt bei ihnen macht, bevor man reinkommt. Dann bin ich halt angekommen und stellte fest, oh, ich komme gar nicht rein, also habe ich an der Tür geklopft und gefragt, ob sie mir ein Buch rausbringen können. Und hat's geklappt? Ja, haben sie. Fand ich sehr nett. Hättest du halt kurz bei denen einen gemacht. Ja. Sie haben keine da. Sprich, man muss die ist meistens so. Schnelltests musst du selbst mitbringen. Also habe ich fand ich doch sehr nett, dass die mir dann. Ich habe einfach nur gesagt, ja, ich bin eigentlich nur für ein Buch da. Oh ja, gut, dann können wir es ihnen auch rausbringen. Welches Buch ist es denn? Und dann haben sie schnell mal nachgeguckt und haben mir das Buch direkt rausgebracht und auf meinen Account gebucht und dann konnte ich direkt wieder gehen. Ja, praktisch. Ja, wenn's geht. Dadurch, dass sie den ganzen Scheiß digital machen, geht das halt schön einfach. Was schwebt denn der Puff da in der Luft? Ich muss gerade wieder dran denken, in meiner alten Schule war ich ja auch in der Schülerbibliothek war ich aktiv. Oh, die war immer furchtbar. Oh, wir hatten eine gute Auswahl dort. Wir hatten gefühlt drei Bücher. Das müssen wir eine Spitze machen. Wir hatten, wenn ich es noch richtig im Kopf hatte, irgendwas um die 10.000 Titel. Ich wiederhole, wir hatten gefühlt drei Bücher und die waren immer weg. Und es waren alte Bücher. Ich hab keine Sticks. Nee, unsere Schülerbibliothek hat halt wirklich auch jeden Monat nochmal knapp 20, 30 Bücher geholt. Also das war wirklich eine gut ausgestattete Bibliothek. Und da ich in der Bibliothek gearbeitet habe, fand ich es auch sehr lustig, weil ich dadurch Zugriff auf die gesamte Schülerdatenbank hatte. Datenschutz! Woo! Jo, Datenschutz im Gang. Datenschutz. Bisschen Datenschutz umgehen. Und dann halt wirklich für jeden einzelnen Schüler und für jeden einzelnen Schüler sämtliche Daten abrufen. Adresse, Telefonnummer. Ja. Konnte ich auch, weil bei uns die Klassenliste regelmäßig offen irgendwo rumlag. Ja, gut. Du musst es einfach nur rangehen. Ja, gut. Auf jeden Fall war es halt digital. Ich konnte halt wirklich einfach mit den Scheiß exportieren und auf dem USB-Stick ziehen, wenn ich Bock gehabt hätte. Haben Lehrer halt auf Datenschutz geschissen und das Ding auf nur die haben Liste rumliegen lassen. Haben die Lehrer einfach den Lehrer gemacht? Wenn die die Liste offen rumliegen lassen? Ich muss gerade wieder dran. Hab mich vorhin mit einem in einem Voice Chat mit jemandem unterhalten. Der hat damals für seine Highschool hat er damals die IT gemanagt, weil sie sonst niemanden gefunden haben dafür. Tja. Und es war scheinbar. Naja, er war auf einem Level, wo er das gesamte System der Highschool nochmal neu programmiert hat. Weil das gesamte Schülerdatenbanksystem komplett am Arsch war. Also hat das komplett von Grund auf neu programmiert. Und die Schule hat ihm halt auch einfach alles genehmigt. Er hat sogar einen Laptop nur direkt von der Schule bekommen, damit er den Scheiß managen kann. Und einer der Tage, wo er dann nicht da war, ist ihm sofort dann der gesamte Server gestorben. Natürlich. Wenn die Schule... Alle immer wieder nach Hause geschickt werden, weil halt man konnte nichts machen. Alles in der Schule lag lahm. Wenn die Schule so abhängig von dir ist. Dann hast du es geschafft. Ja, das fand ich auch so super. Sie haben ihm auch, als er dann die Schule verlassen hat und aufs College ging, hat er ein Jobangebot gemacht. Zwei Tage später hat er ein Jobangebot bekommen, dass er sobald er mit dem College fertig ist, dass er sofort wieder zurückkommt und dort dann bei der Highschool wieder IT macht. War es gut bezahlt oder hast du es genommen? $100 pro Tag. Das ist nicht schlecht. Das ist in Ordnung, aber auch nicht so gut. Ja, es ist okay, hab ich ja gesagt, es ist nicht schlecht. Boah. Das sind dann im Monat 3.100 etwa
Brutto? Ich weiß nicht, wie bei denen die Steuern sind. So viele Tage, wie du halt arbeitest, das ist... Also ja, stimmt. Ja, außerdem ist eine IT-Stelle, sprich, du bist da nicht dauerhaft wahrscheinlich. Ja, es stimmt auch wieder. Da habe ich nicht mit gerechnet. Wir werden wahrscheinlich dauerhaft brauchen. Ja, am Wochenende halt nicht, ne? Ja. Aber ich fand's auch schön, wie sie ihm halt wirklich alles genehmigt haben, wenn es um Hardware ging. Weil er, als er das Projekt neu aufgesetzt hat mit der Schülerdatenbank und sowas, genau, jeder Schüler hatte dort 500 GB zur Verfügung an Speicher standardmäßig sowieso schon. Also die hatten schon mal gute Hardware. Und dann meinte er, ja, das reicht nicht. Und dann hat er 4 Terabyte bekommen. Schön. Guter Typ. Naja, mal gucken, wie weit ich noch so mit Programmieren komme. Naja, ich denke, um eine Schule zu managen, reicht's schon. Ja gut, dafür reicht wenig. Ich habe ja damals die Eventtechnik gemanagt bei mir in der Schule. Für Schule reicht's. Ja, ich wollte das mal Stein drin. Schon wieder das Lied, was am Anfang zweimal lief. Gut, das ist jetzt schon wieder 2 Stunden her, aber... Ich so. Nichts Vernünftiges. Nö. Könnt ihr eigentlich mal gucken, was so Leute mit dem Bot aktuell anfangen. Könnt ihr dem eigentlich auch mal ein bisschen Analytics reinbasteln. Mach das. Übrigens, bisher ist der Stand einmal lustiges Gesicht und zweimal ja als Reaktion auf brauchen wir einen Käsebot. Ja. Hast du die Umfrage auf dem Spiegelsaal gemacht oder was? Nein. Bei, achso, bei dir, bei einem anderen Server, wo ich drauf bin. Na dann, kann der Bot ja starten. Gut, es ist ein größerer Server, aber trotzdem. Hast du auch erklärt, was es für ein Bot ist? Noch nicht. Noch habe ich keine Antwort bekommen, sondern nur Reaktionen. Ja, brauchen wir einen Käsebot, ist jetzt, ja, aber... Ja, es ist doch genau das, es ist ein Käsebot. Ja. Es ist halt genau das, was er tut. Er macht Käse. Im Grunde. Er gibt Informationen über Käse. Ja. Es ist ein Käsepedia-Bot. Ja, ich glaube, das trifft. So ist es noch zu nennen, Prof. Ich finde, Cheeseboard hat schon irgendwie was. Das scheiß Schaf hat mich runtergeschubst. Halt immer noch so ein dämliches Konzept eigentlich. Aber es hat Spaß gemacht zu programmieren. Ja, aber es hat Erfolg. Aber hat seinen Nutzen halt. Und es hat Erfolg. Er tut, was er tun soll. Das scheiß Schaf! Bin noch am überlegen, ob ich noch mehr Features reinbastel. Bin noch so am überlegen, ein paar mehr von den Features auszuprobieren, die Discord so zur Verfügung stellt. So Sachen wie den Activity Status und so. Dass das Ding anzeigt, was der Bot in der Theorie gerade tut oder so. Mhm.
dass da als Status dann halt verschiedene Käsesorten direkt anzeigt. Oder was auch immer, mal gucken. Ja, ich habe so das Gefühl... Ich habe auch das Gefühl, der Käsebot wird noch was Großes. Ich habe das Gefühl, dass... Nicht sinnvolles, aber Großes. Ich habe das Gefühl, ich habe das hier falsch gebaut. Und mal gucken. Sieht ein bisschen falsch aus. Ein bisschen verschoben ist es, ja. Also mein Turm wird langsam. Man könnte die Mauer jetzt, aber dann ist das ja dann... Und das jetzt runterbauen. Und da oben reinpacken. Ui, ui, ui. Ui. Also ich hätte hier auch noch drei ganze Etagen und eine Spinne, die wir für irgendwelche Lager oder sonst was benutzen können. Willst du die Spinne als Lager verwenden? Nein, die ist aber gerade unten gespawnt. Ich habe offenbar nicht gut genug ausgeleuchtet. Eine Spinne? Als Lager verwenden, skandalös. Und wie kannst du eine Spinne als Lager verwenden? Oh, mit Mods geht das. Mit Mods geht das. Wie? Eine Spinne? Wie stellst du das vor? Keine Ahnung, der Spinne die Attribute von der Kiste geben oder sowas. Aha. Dann läuft dir die Kiste davon oder was? Dann kannst du die Kiste töten. Das wäre lustig. Oder du hast halt dann wirklich mobile Kisten, die du aber nicht mehr unterscheiden kannst. Und die einfach irgendwo random rumrennen. Macht Sinn. Öffnest du einfach eine Spinne und das ist dir mal ein Spezialritt drin. Ich pack mal in den Stein die Spinne im Moment. Hast ein Stack gebrannten Stein und eine Spinne drin. Okay. Gebratenen Stein? Ja, hier den gebratenen Stein, hier den. Ach so, gebrannten Stein. Ich meine, ich kenne Steinsuppe, aber gebratener Stein ist mir dann doch neu. Sup aus Harry Potter. Nein, das ist einfach nur Reste-Eintopf. Das ist sowieso die beste. Sup. Mhm. Ich glaube ja, das sind einfach die Suppen des Tages als Rest reingemischt und dann nochmal gewürzt. Gibt es da eigentlich Rezept dazu? Gibt es eigentlich ein Sup-Rezept? Mittlerweile bestimmt, aber kein offizielles. Müssen wir leider mal gucken, ob es dann ein inoffizielles Rezept zugibt. Zu Sup. Sollten die mal, wenn es keins gibt, dann sollten die eins bringen. Ein Harry Potter Rezept zu Sup. Es gibt immerhin auf dem Harry Potter Wiki gibt es einen Eintrag zu Sup. Ja, aber auch ein Rezept, dass man es nachgucken kann. Aber ich finde es auch schön, die generell die Einträge. Leaky House Soup. Soup House Leaky. House Soup Leaky. Leaky Soup House. Soup Leaky House. House Leaky Soup. Leaky Leaky Soup. House House Soup. Soup. Ja. Soup Leaky Soup. Ja, das klingt da. Da war jemand sehr kreativ beim Beschriften. Ja. Und jemand hat sehr aufmerksam den Harry Podcast gehört. Kurt Mirror. Offensichtlich. Oder ist schon vorher aufgefallen? Von wann ist dieser Artikel? Das war der Kurt Mirror Podcast von der. Ich glaube nicht, dass Kurt Mirror die erste ist, die sowas bemerkt. Für gewöhnlich nicht, aber. Man weiß es nicht. Sie ist definitiv die lustigste, die sowas bemerkt. Aha. Okay, der Eintrag ist von 2011, also den gibt's schon länger. Wie lange macht sie nochmal den Podcast? Sind schon. Das kann Jahre schon 16, gut sein. 17? Also den Podcast gibt's seit 2016, 17 irgendwo, wenn ich's noch richtig im Kopf habe. Ah, oh, okay, dann sind's nur 5 Jahre. Ich dachte, ich wäre schon bei 10 Jahren. 5 Minuten. Podcast. Folge 1. Eins. 6. Dezember 2015. Ah, fast 6 Jahre. Oh Gott. Das fühlst dich wieder alt, oder was? Nein. Ich bin hier gerade einfach fast in den Tod gestürzt. Und zwar richtig, ich hab den Block unter dir abgebaut. Tja, was baust du auch den Block unter dir ab?
Wenn ich fertig bin. Denk doch mal mit, Morty. Wenn ich fertig bin mit der Außenwand. Denk doch mal mit, Übrigens, die Außenwand ist fertig. Morty, denk doch mal mit. Oh. Aber denken tut immer so weh. Das glaub ich dir. Was gibt es sonst so an Postillon-Artikeln? Postillon? Alles. Hast du schon den Postillon-Nomad gemacht? Taliban verkleiden sich als Saudis, damit dem Westen egal ist, ob sie Frauen unterdrücken. Ja. Hast du schon... Oh, stimmt. Ja, den Teil gab es ja auch in dem Interview. Onkel Laschet hat gesagt, dass das ungefährlich ist, solange man nicht auf Lunge raucht. Immer mehr Kinder fangen an, Zigarillos zu puffen. Hast du... Das war ja eine Stelle in dem Interview, dass... Ich hab das leider nicht ganz gesehen. Ist in dem Artikel direkt auf das Video. Ich hab das Interview leider nicht komplett gesehen. Ich hab es gar nicht gesehen. Wirklich nicht? Ich rauch die nicht auf Lunge, ist ein Zitat von ihm aus diesem Kinderinterview. Aha. Ja, es klingt nach Laschet, sagen wir es so. Klingt professionell nach Laschet. Ich rauche nicht auf Lunge. Ich rauche nicht auf Lunge. Wie sonst? In einem fucking Interview mit zwei Elfjährigen. Ja. Aber machen. Der Laschet eben. Oh, den Artikel. Unser zukünftiger Bundeskanzler, meine Damen. Hoffentlich nicht. Oh, der Artikel war auch gut. Hängt die grünen Plakate in Zwickau dürfen bleiben, weil Sachsen. Ja, damit wäre doch alles gesagt. Ja. Zwickau, Chemnitz, DPO. Die rechtsradikale Kleinpartei Der Dritte Weg hat mit ihren Henk die Grünen Plakaten bundesweit für Empörung gesorgt. Nun hat ein Gericht entschieden, die umstrittenen Plakate dürfen bleiben, weil Sachsen. Natürlich gibt es Bedenken hinsichtlich des Inhalts, der auch zum Aufruf als, ja. Mord, als Aufruf zum Mord ja, verstanden werden Sachsen? Kann, hieß es in der Urteilsbegründung des Erhaltungsgerichts Chemnitz. Dem jedoch steht als übergeordnetes Rechtsprinzip entgegen, dass Sachsen. Dass in anderen Bundesländern die Plakate der Nazi-Partei direkt von der Polizei entfernt werden, hängt nach Ansichten des Verwaltungsgerichts damit zusammen, dass für diese Bundesländer Folgendes offenbar nicht gilt. Sachsen. Ähnlich verhält es sich bei anderen Fragen des Rechtsextremismus. Warum entstand Pegida in Dresden? Weil Sachsen. Warum gilt Sachsen als NPD-Hochburg? Weil Sachsen. Wie kam es zu Hetzjagden auf Ausländer in Chemnitz? Weil Sachsen. Und auf Inder in Hügeln? Weil Sachsen. Warum erhielt die AfD bei der letzten Landtagswahl 27,5% der Stimmen? Weil Sachsen. Stimmt Warum doch. Taucht beim LKA Sachsen verschwundene Munition bei Rechtsextremen auf? Weil Sachsen. Warum versucht die CDU seit Jahren Rechtsextremismus kleinzureden? Weil Sachsen. Für die Frage, warum genau und ausgerechnet immer Sachsen, gilt derzeit unter Experten als gängigste Erklärung das schlicht und ergreifend Sachsen. Ja, stimmt doch. Stimmt, ja. Das kann ich alles bestätigen. Es ist halt nicht gelogen, ne? Sachsen. Kinder zu clever, Laschet will sich künftig nur noch von Babys interviewen lassen. Schön. Also von der Bild, meinst du, ne? Also wenn Laschet Bundeskanzler wird, dann sind wir wirklich offiziell am Arsch. Das sind wir echt. Dann weiß ich auch nicht mehr. Zäh, wirkt kein Mord. ARD-Zuschauer enttäuscht vom Tatort. Der neue Fall mit dem kryptischen Titel Das Triell enttäuschte mit untalentierten Schauspielern, sinnlosen Monologen und einer drögen Dramaturgie. Sogar auf einen Mord wartete man vergeblich. Tja. Ist ja das Ganze noch aufgefrischt, wenn es da einen Mord gegeben hätte. Dann hätte ich auch angeguckt. Wie verzweifelt ist der? Laschet erscheint im Merkel-Kostüm zum TV-Triell. Ah. Sehr. Die Antwort lautet sehr. Das war in der Sonntagsfrage da so dran. Hast du den Wahl-O-Mat? Womit könnte Laschet die Stimmung noch drehen? Hast du den Wahl-O-Mat von denen gemacht, Prof? Ja, fand ihn nicht so interessant. Wieso kidnappen und alle und die dazu zwingen, alle seine Aussagen über die CDU wieder zurückzunehmen? 3 Fragen hintereinander ohne peinliche Versprecher beantworten? CDU in Anti-Laschet-Partei umbenennen und versprechen, nach seinem Wahlsieg sofort Armin Laschet rauszuwerfen? Eine Zeitmaschine entwickeln und sich selbst genau in dem Moment wegbodychecken, als er beim Hochwasser lacht. Eine grandiose I Will Survive-Gesangseinlage gepaart mit einer grazilen und gleichzeitig bombastischen Choreografie? Ja, da würde ich ihn auch wählen. Die SPD irgendwie dazu bringen, Olaf Scholz gegen Friedrich Merz auszutauschen? Gegen den kann er immerhin gewinnen. Ja. Die Wahl auf den Gegenteiltag verlegen?
ein neues Zukunftsteam mit David Hasselhoff, Helene Fischer, Günther Jauch und Markus Lanz vorstellen. Aua. Wäre mehr Kompetenz, also. Die WM 2020. Aber alles ist mehr Kompetenz. Deutschland holen. Innerparteiliche Korruption, Maskendeals, Aserbaidschan, Connection, Lobbyismus bekämpfen. Haha, Spaß, als ob. Das Spaß, und der Top-Eintrag ist Freibier und Gulasch sowie 2 Tage Woche für alle.